Der hat auch nichts für dich, glaub mir halt. Hm? Gell, meine kleine Stinkerle. Ja, die hat nichts für dich. Was willst du denn immer? Dann gehst du da rüber, die hat ein Brot für dich. Ja. Ja, also, dann ist ja gut. Landwirt Meyers Wasserbüffel kommen ursprünglich aus Asien. Im Donaumoos in Schwaben kämpfen sie gegen die Klimakrise. Aber von vorn. Eigentlich wären hier moorige Böden, Wasser, Sumpf. Doch vor 200 Jahren haben die Menschen im Donaumoos angefangen, das Moor trocken zu legen. Zum Beispiel, um Ackerboden zu gewinnen. Das Problem? Moore binden sehr viel Kohlenstoff. Wird das Wasser entzogen, entweicht CO2. 5% der deutschen Treibhausgase kommen aus entwässerten Mooren, erzählt Anja Schumann. Ihr Verein kämpft für den Erhalt der Moore. Das CO2 wandert nach oben aus und wird eben mitgenommen. Und das ist der abgebaute Kohlenstoff, den wir hier sehen. Und entsprechend müssen wir sagen, stopp, halt. Wir müssen unbedingt die Wasserstände anheben, damit das innehält. Um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, müssten die Äcker wieder vernässt werden. Doch im nassen Moor könnten die Landwirte keinen Mais mehr anbauen, kein Getreide. Für sie existenzbedrohend. Womit wir wieder bei den Wasserbüffeln wären. Ich habe nichts für dich. Landwirt Meyer arbeitet mit dem Verein zusammen. Seine Büffel stehen schon auf vernässten Moorböden. Denn anders als Rinder können sie das aushalten. Sie haben Klauen, die sich mehr spreizen als bei Kühen. Und deswegen können die sehr gut auf diesen nassen Böden laufen. Mit dem Projekt wollen sie anderen Landwirten zeigen, es ist möglich, moorschonend zu wirtschaften. Doch momentan bezahlt die Stadt Leipheim Landwirt Meyer sein Engagement mit Zuschüssen. Das, was eigentlich noch ein bisschen obendrauf ist, ist, wenn wir einen schlachten und das Fleisch vermarkten, das ist dann so ein kleiner Oberschuss. Ansonsten, also rein ohne Zuschuss würde es sich nicht rentieren. Das Bayerische Landwirtschaftsministerium arbeitet deshalb jetzt an einem Förderprogramm. Die Zuschüsse müssten hoch sein, sagte Anja Schumann, damit die Landwirte das Risiko eingehen, umzustellen. Ein anderes Pilotprojekt, um Geld auf nassen Moorböden zu verdienen, entsteht auf dem Feld von Landwirt Kraus. Zusammen mit der Hochschule Weihenstephan testen sie hier Gräser. Das ist hier das sogenannte Rohrglanzgras. Es werden eigentlich ziemlich hohe Gräser, die wir dann ernten können. Und man kann da vielleicht Papier draus machen, Isolierstoffe oder eben Brennstoffe. Das wird alles in diesem Moorjus-Projekt erforscht. Gleich daneben steht die Moorpflanze Carex. Landwirt Kraus hat für das Projekt extra eine seiner Ackerflächen wieder vernässt. Ich bin Betriebswirt und das, was ich messen kann, was ich weiß ich, und dann braucht man eben wirklich Zahlen, Daten, Fakten, und danach kann ich das bewerten. Am Ende des Projekts wird er sich entscheiden, ob er mehr seiner Felder in Zukunft so CO2-schonend bewirtschaften wird.